Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Also offensichtlich ist es ja auch Ihr Lieblingssender und wir haben heute wirklich ein münchnerisches Thema. Also münchnerischer geht's nicht mehr. Ich habe nämlich Frau Sandra Bindler in der Sendung. Sie sind Bankerin. Genau. Sie sind bei der Münchner Bank. Richtig. Und Sie zeichnen verantwortlich im Vorstand für den Vertrieb. So ist es. So, jetzt gibt's aber natürlich etwas, was bei Ihnen wirklich voll zutrifft. Die Zukunft ist weiblich. Und die Motivation auch. Ja, genau, das heißt, wir wollen heute mal wirklich über das Bankenwesen reden, weil jeder Münchner, jede Münchnerin braucht eine gescheite Bank. Und die Banken haben sich natürlich verändert aufgrund der damaligen Finanzkrise, wo Ihr Haus ja nicht so dabei war. Warum war das so? Ja, nicht so dabei war, stimmt schon gar nicht, sondern gar nicht dabei war. Ja, noch besser. Ja, weil unser Haus, die Münchner Bank, ist eine Genossenschaftsbank. Und Genossenschaftsbanken sind ja traditionell, wir sind 155 Jahre alt, traditionell auf die Region fokussiert, auf das klassische Bankgeschäft fokussiert und vor allem auf den Menschen fokussiert. Das heißt, internationale Finanzmarkttransaktionen mit verpackten AWS-Strukturen gibt es bei uns gar nicht im Produktangebot. Und deswegen war die Finanzmarktkrise für uns auch eine sehr, sehr große Überraschung, weil es diesen Fall noch nicht gab, weil wir nämlich von Kunden wirklich nahezu überrannt wurden, weil Menschen Sicherheit suchen und eben Regionalität suchen. Jetzt ist es ja so, die Bankenwelt oder auch wir Kunden können ja nicht mehr von irgendwelchen Margen träumen, 6%, sondern wir träumen ja eher davon, dass wir eine Bank haben, der wir vertrauen können. Jetzt sagen Sie doch mal bitte, Frau Bindler, was Ihr Produkt bei der Münchner Bank ist: Vertrauen. Ja. Wie machen Sie das? Na, unser Produkt ist Vertrauen, weil letztendlich kommt ja, Sie sprachen von Margen, das Wort Kredit, ja vom lateinischen Wort credere, Glauben, Vertrauen. So haben ja Banken mal gestartet. Ja. Und in der Finanzmarktkrise und danach hat sich ja was verändert, nämlich das Vertrauen in Banken ist verschwunden. Und bei uns, wir haben es ja vorhin gesagt, sind Kunden in der Finanzmarktkrise gekommen und haben Vertrauen gesucht. Und wie schaffen wir es, das Vertrauen zu halten und weiter aufzubauen, ist ganz einfach, dass wir uns konzentrieren auf die Bedürfnisse der Münchnerinnen und Münchner, Geschäfte machen, die wir verstehen, die unsere Kunden und Mitglieder verstehen. Und wenn ich von Mitgliedern spreche, dann muss ich noch kurz einflechten, dass unsere Bank ja Menschen gehört. Also jeder kann bei uns einen Teil der Bank kaufen und ist dann letztendlich mein Chef. Ja, und dieses Vertrauen wollen wir eben damit auch weiter stärken, indem wir eben niemanden enttäuschen auf seinem finanziellen Lebensweg. Ja? Ich sehe das ja ein bisschen ähnlich mit unserem Sender München TV. Ja. Also wir sind ja auch irgendwo so der Lieblingssender der Münchner, das kann man schon mal so sagen. Und man hört ja auch die Kommentare, mei, das ist schön, dass Sie mal irgendwie ein Restaurant zeigen, dass Sie mal sagen, Sie zeigen mal ein Tankwart, weil genau dort tanke ich oder so. Genau. Und das ist ja so eine Parallele auch bei der Münchner Bank. Genau. Bei der Münchner Bank. Und Sie sind natürlich auch mit Ihrer wunderbaren Zentrale, kann man sagen, Zentrale ist zwar in Bogenhausen, aber Sie sind ja auch mitten neben unser Stammhaus, mit Frauenplatz, genau, am Dom. Das ist Wahnsinn. Genau. Und Sie selber sind ja auch Münchner. Ja, genau, richtig, das geborene ist, Münchnerin. Kommt ganz viel München zusammen. Das ist doch schön. Das ist genau. So schön. Jetzt müssen wir mal sagen, was macht denn eine gute Bank aus? Also wenn man mal schaut, in München gibt es, glaube ich, 1200 Finanzdienstleister. Mhm. Ja, also auch so Haie, die dann sagen, ja, bei uns kriegen sie mehr. Und irgendwann auf Bayerisch sagt, ist das Pulver weg? Ja, genau. Dumm gelaufen. Sondern das münchnerische Banking, was macht das aus? Und vor allen Dingen der Unterschied, jede Bank braucht eine gute IT, aber sie braucht motivierte Menschen. Genau. Und da ist ja bei Ihnen, da tobt ja der Bär.
motivationstechnisch. Also, ja. Also ist ja unglaublich. Ja, vor allem auch mit Ihrer Unterstützung. Ja, ja. Also danke. Sie sind ja auch ein Münchner und ja. Sie haben uns ja sehr frühzeitig, weil Sie ja auch ein Freund unseres Hauses sind, auch gesagt, das Münchnerische ist ein wichtiges Thema und die Menschen lieben das Münchnerische. Und ich denke, dass wir da echt Menschen haben bei uns, Mitarbeiter haben, die München lieben, die ihr Stadtviertel lieben. Wir haben ja auch Filialen in den Stadtvierteln und das ist ja bei uns ein Stadtviertel-Banking, nenne ich das immer. Ja. Ich finde es halt immer eine schöne Kombination aus Tradition und Moderne. Wenn man sagt, man ist jetzt in Schwabing und die Schwabinger treffen sich halt in ihrem Viertel. Ja. Und dann kennt man sich und man kennt den Gemüsehändler und man kennt sich. Ja. Ja. Und da sind Menschen einfach motiviert und zwar unsere Mitarbeiter motiviert, weil die Spaß dran haben, sich im Viertel auszukennen, sich in München auszukennen, sich gegenseitig Tipps zu geben. Hey, kennst du das neue Restaurant schon? Warst du in dem Club? Kennst die Bar? Da verzahnen sich dann auch Generationen. Und das ist das, was dann eben Motivation ausmacht, nämlich Spaß. Man sagt das immer so platt, ich will mit Menschen umgehen. Aber wenn man wirklich Spaß hat und eine Leidenschaft, mit den Menschen in seiner Stadt umzugehen, dann kommt gute Motivation zustande. Jetzt ist es ja so, die Lebendigkeit, die Ihr Haus aufweist, das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen, sondern da hat man schon ein bisschen reden müssen, da hat man schon ein bisschen schauen müssen, wer versteckt sich vor der Motivation, wer ist dabei, wer sagt, boah, da ist ja wieder Lebensfreude im Haus. Das haben Sie ja auch zusammen mit Ihren Vorstandskollegen, haben Sie das ja super hingekriegt. Das heißt, da musste man viele Gespräche führen, um eben wirklich dann zu sagen, der ist dabei, die Schlagzahl stimmt wieder. Und das merken ja auch die Kunden. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe einen sehr guten Freund, das ist der Dekanteil von St. Ursula, Pfarrer. Der also auch im christlichen Bereich ganz eng bei Kardinal Marx ist. Und irgendwie haben wir mal geredet über die Münchner Bank, weil ich bin also auch irgendwie begeistert von der Bank, weil irgendwie so lustig, man macht diesen Smalltalk, ist ja immer die Vorstufe für Big Talk. Ja. Man merkt einfach, man kommt nicht rein und sagt, haben Sie gesehen, der Börsenkurs stürzt ab, sondern man fragt, wie war's, Sie waren in Urlaub, erzählen Sie mal. Oder was auch immer, irgendwo, wo man sagt, so ein bisschen Herzkraulen. Ja? Und das ist so schön. Und dann sagt er mir, dann sage ich, Mensch, ich habe jetzt so ein tolles Seminar gemacht und mit der Frau Bindler und es ist ja Motivation, ist ja ansteckend. Also wenn wir zwar reden, das steckt ja immer an. Spaß. Ja? So, genau. Und dann sagt er, Mensch, Münchner Bank, ja, die habe ich kürzlich da die Filiale eingeweiht. Da habe ich gedacht, wow. Das ist ja auch eine gute Idee. Einfach mal den so. Aber warum? Ich meine, der hat natürlich auch in Schwabing die Gläubigen. Und dieses Netzwerk, das ihr da aufbaut oder wieder belebt oder mit anderen Dingen belebt. Genau. Jetzt sollte man natürlich schon einmal reden über den Begriff Emotional Banking. Menschliches Banking. Da gibt es ja viele, viele Wettbewerber in unserer schönen Stadt, die noch nicht so weit sind. Ja? Wie sind wir denn da hingekommen, Frau Bindler? Also bei uns, denke ich, war das auch ein Weg. Aber einer meiner Leitsätze ist ja, je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird der Mensch. Und das ist mir einfach vor ein paar Jahren sehr, sehr bewusst geworden. Weil Banker sind ja traditionell eher so ein bisschen verkopft. Und ich glaube einfach, dass Menschen auf der Kopfebene zwar rationale Entscheidungen treffen, aber Geld ist ein extrem emotionales Thema. Und deswegen muss man den Weg gehen, zu sagen, wie kann ich mich auf die Fragestellung, die unsere Mitglieder, unsere Kunden haben, wirklich einlassen. Und da bist du sehr schnell bei der Motivation. Mhm. Und da bringt es nichts, wenn man das so macht, wie Sie es gerade ein bisschen humoristisch geschildert haben, dass jemand sagt, ich will ein Haus kaufen, und man klatscht gleich sofort mal die Zinssätze und die Tilgungen und sowas in den Raum. Sondern man muss ja schon erstmal fragen, was bewegt denjenigen? Welches Haus will er kaufen? Warum kauft er das? Überfordert er sich vielleicht finanziell? Also wirklich die Emotionen aufnehmen. Auch mal den Lebenspartner dazu holen. Den Lebenspartner, einfach die Umstände. Und dann fängt Emotion an zu leben. Und das Ganze natürlich dann mit Motivation, dass man wirklich ein Interesse, ein ehrliches Interesse an dem hat, was das Gegenüber den Menschen bewegt. Dann wird das eine gute Kombination. Und sowas ist ein Weg, weil viele Menschen haben ja auch bei uns im Haus Mitarbeiter so ein bisschen so Hemmung gehabt, weil jeder ja auch vor ein paar Jahren davon gesprochen hat, Banken braucht eh kein Mensch mehr. Mhm. Ja, das macht alles eine Maschine, das machen alles Algorithmen, Kreditentscheidungen werden nur noch von Plattformen getroffen.
Ja, das kann man alles machen, aber das ist nicht der Ansatz, den wir gehen. Mhm. Du brauchst heute eine richtig gute, eine gescheite, auf Münchnerisch gesagt, IT. Ja. Das ist Grundvoraussetzung. Ja? Bei uns gehen auch Kreditentscheidungen mittlerweile in einer Stunde, wenn die Unterlagen perfekt sind und die Informationen. Das ist, glaube ich, für jeden Normalität. Aber das bringt ja nichts, wenn ich mit einer Maschine rede. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Finanzierung aufgenommen für ein Haus, was ja für die meisten Menschen wirklich ein riesengroßer Kreditbetrag ist, den Sie hoffentlich noch in einem Leben abzahlen können. Und dann passiert nach 2, 3 Jahren eine Veränderung im Leben. Man wechselt seinen Job, man lässt sich scheiden. Das sind alles ganz normale Dinge, die im Leben jeden Tag passieren. Oder jemand wird krank, kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Dann brauchst du einen Menschen und dann brauchst du eine menschliche Bank, dann hilft dir der Algorithmus auf der Plattform nichts mehr. Mhm. Und das ist einfach die Kombination aus perfekter IT und Menschlichkeit, die wir in unserer Bank quasi uns zum Credo gemacht haben. Und dazu muss man die Kunden auch kennen. Und wissen, was ganz witzig ist, wir haben es ja auch miteinander schon ein paar Mal erlebt, wenn eine Bank einen Menschen anspricht, der gerade am Geldautomaten steht, so vor ein paar Jahren, dann erschrecken die regelrecht so, huch, warum spricht mich der jetzt an? Ich war doch am Automaten. Ja, ja. Und plötzlich auch bei uns in der Kundschaft hat sich da ganz viel verändert. Die Kunden sind offen, kommen dann mal wieder auf den Ratsch in die Bank, so wie es einfach mal war. Also Tradition mit der Moderne verbinden. Kann man sagen, dass Sie mit Ihrem Haus im Grunde immer mehr in die Richtung gehen und sagen, okay, digitales Banking brauchen wir, überhaupt keine Frage. Aber wir brauchen natürlich auch die Beratung. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, auf diese, die Sie ja, liebe Frau Bindler, Sie haben ja auch eine unglaubliche Menschenkenntnis. Also wenn man mal Ihre Vita liest, wo Sie schon überall waren, in den neuen Bundesländern, Sie haben, glaube ich, eine tolle Schwester in den USA, Sie kennen die Weltpolitik. Und man muss ja auch so ein bisschen die unterschwelligen Ängste von uns Menschen, also man, was jetzt da alles abgeht, dann sind wir nicht Fußballweltmeister geworden. Also, und wenn man sich, ich war zu der Zeit in Frankreich, wenn man mal schaut, wie die Franzosen durch diesen WM, wie die da aufgeblüht sind. Dieses menschliche, beratende Mandat, sagen Sie doch da mal ein bisschen was drüber, weil jeder Mensch tickt ja anders. Oder dass man einmal sich ein bisschen informiert, dass man einmal sich Zeit nimmt, dass man sowohl intern, aber auch extern einfach den Menschen kennenlernt. Also dass man sagt, mich interessieren Menschen. Ja. Also es ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt nach intern fragen, so, dass ich ein Mensch bin, der jede Filiale kennt. Ja, also wir fahren, auch meine Vorstandskollegen, ständig durch München, gehen in die Filialen, reden auch vor Ort mit unseren Kunden. Auch mal spontan? Ja klar, wenn ich irgendwo unterwegs bin und fahre an einer Filiale vorbei, parken, reingehen, Überraschungsbesuch, das hat vor ein paar Jahren für Erschrecken gesorgt. Aber jetzt freuen sich alle. Jetzt freuen sich alle, ja. Und weil wir einfach auch Teil dieses Teams sind, das hört sich so abgedroschen an, aber das ist bei uns wirklich so. Also bei uns sitzen Vorstände nicht irgendwo im Kastel im 25. Stockwerk, sondern wir sind wirklich mitten dabei, sind auch mit unseren Kunden, Mitgliedern eng vernetzt, verzahnt. Und das ist die interne Wirkung, glaube ich, wo du auch selbst mitmachen musst, weil sonst bist du unglaubwürdig, vor allem als Vorstand. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt jeden Tag 5 Konten eröffnen, weil jeder hat seine Aufgabe und jeder arbeitet bei uns mit. Was wir zum Beispiel auch sehr stark tun als Vorstand ist, und das kann man nur bei einer Genossenschaftsbank, unsere Bank gehört unseren Mitgliedern, das sprach ich vorhin an, das sind knapp 60.000 Münchner. Und die wählen Vertreter. Es gibt bei kleineren Genossenschaftsbanken Vollversammlungen, da würden dann diese Mitglieder alle kommen. Da müsst ihr aber irgendwie die Allianz Arena buchen, das geht ja irgendwie auch nicht. Also werden bei uns Mitgliedervertreter gewählt und das sind 400 und die treffen wir regelmäßig. Mhm. Die fragen wir, was braucht ihr, wie wollt ihr eure Bank steuern, gibt es strategische Themen, die ihr wollt. Und die finden eben diesen Kurs, zu sagen, wir sind extrem menschlich, wir sind sehr ehrlich, wir sind nah dran. Und auch heimatverbunden, ja. Wir unterstützen ja sehr stark München, auch gemeinnützig, sodass da wirklich was sehr, sehr Schönes entstanden ist, was die Emotionalität stark spielt. Nach innen, wie aber auch nach außen, zu unseren Kunden und Mitgliedern und zur Stadt München. Also nicht zur Stadt München als Institution, sondern zu allen Vereinen. Jetzt merkt man natürlich auch, dass dieses Emotional Banking, dieses Motivationsbanking, ja auch in die Köpfe und in die Herzen der Menschen reingeht. Also sowohl bei der Kundschaft wie auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja.
das ist ja auch eine ganz andere Stimmung im Haus und natürlich auch Stimmung in den Kundengesprächen. Das ist ja das, was irgendwie durch die Digitalisierung irgendwie flöten gegangen ist. Also es ist einfach so trocken wie Hundekuchen. Ja? Also das heißt, jeder hat da irgendwie sein Digital-Banking, aber auch die jungen Menschen, sie kriegen ja auch wieder mehr junge Kundschaft. Jetzt, heute habe ich die Abendzeitung gelesen und da stand drin, die Münchner schwimmen im Geld, aber es gibt also einfach keine so guten Immobilien. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Kunden, sicherlich auch in ihrem Portfolio, die mal sagen, ja, mein Bub ist jetzt ausgewandert und wir haben ein schönes Haus und jetzt wollen wir es irgendwie verkaufen. Ja? Und wissen nicht, wie es geht. So, wo man auch irgendwie sagt, Mensch, das könnte ja da passen, das könnte hier passen, jetzt bringe ich die mal zusammen. Genau. Ja, das ist doch auch etwas, was Spaß macht. Also was ja nimmer dieses, und ich wollte es einfach mal so drüber bauen. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Haus Mensch vor Geld nimmt. Mhm. Und viele Banken sagen immer, oh, der hat Geld und den brauchen wir als Kunden. Anstelle, dass man sagt, das ist ein Mensch, der passt zu uns. Und nicht jeder passt natürlich auch zu einem. Nein. Nicht jeder, da muss man einmal sagen, das passt überhaupt nicht. Ja. Ist übrigens Paragraph 1 unserer Satzung. Ne? Ah, ja. Also bei uns ist nicht die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund, sondern die Förderung der Menschen und der Region. Mhm. Das muss man aber mit Leben füllen. Ja? Also das war ja auch mal anders. Ja. Und Banken wird ja immer unterstellt, dass sie eben Geld vor Mensch. Mhm. Bei uns ist das wirklich anders. Das steht in unserer Satzung auch so verankert. Mhm. Und genau das tun wir auch als Auftrag. Mhm. Ja? Und diese Beratung oder dass man eben mal wirklich mit jemand spricht und sagt, Mensch, der hat jetzt vielleicht ein großes Vermögen, aber er hat jetzt vielleicht nicht die Idee, was man da vielleicht machen könnte. Vielleicht sagen wir, Mensch, wir geben dem jetzt einfach so einen kleinen Hinweis, vielleicht machen Sie mal eine Stiftung oder vielleicht machen Sie mal irgendwas Gutes oder vielleicht gehen Sie doch mal her und nehmen das Geld und kaufen Sie mal ein schönes Gartenhaus, was auch immer. Ja? Oder machen Sie mal eine schöne Reise, was Sie vielleicht noch nicht machen. Genau. Dieses in den Menschen hinein motivieren, so, dass der Mensch spürt, Mensch, ja, die richtig. Machen sich Gedanken, genau. Das machen sie doch. Ja, also das ist ja auch wirklich, ich meine, Genossenschaft ist ja ein bisschen ein verstaubtes Wort, so heißt es nun mal, ja. Aber neudeutsch würde man sowas ja als Crowd bezeichnen. Hm. Ja, das ist Crowdfunding, Crowdsourcing, alles ist Crowd. Das lässt sich ja über Social Media heute ganz gut spielen. Aber wir sind eben genau diese Crowd im Real Life. Und genau sowas passiert bei uns natürlich jeden Tag. Mhm. Dass Menschen über ihr Leben, weil wir die Menschen natürlich auch schon teilweise über Generationen bei uns als Mitglied haben, begleitet haben und natürlich wissen, dass es Lebenssituationen gibt, wo Entscheidungen zu treffen sind. Zum Beispiel jemand hat ganz viel Vermögen, hat aber keine Nachkommen. Und da muss man sich auch wirklich ja nicht hinsetzen, wenn die Frage entsteht, sondern über Jahre eine Idee entwickeln, was mache ich mit diesem wundervollen Vermögen? Oder was mache ich mit einer Firma, mit einem großen Unternehmen, wenn keiner meiner Kinder dieses Unternehmen haben möchte? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das sind eben Themen, da wachsen wir mit, da unterstützen wir. Und lernen. Und lernen für uns. Wichtig, ja? und auch für den Kunden. Genau, und auch wieder natürlich in unserem Netzwerk gibt es dann auch wieder Menschen, wo man sagen kann, hey, da brauchen wir mal eine Stiftungsberatung, was wir natürlich selber auch können. Aber da gibt es einfach überall jemanden, wo man sich gegenseitig vertraut und wo man Menschen zusammenbringen kann. Was dann daraus wird, ist ja oft nicht absehbar. Da entstehen tolle Geschichten, Freundschaften fürs Leben oder auch Situationen, wo man sich nicht mag. Aber auch das ist menschlich. Ja. Klar. Jetzt sind Sie eine Dame, die ja wirklich Management liebt und auch mal wirklich sagt, gewisse Dinge, das geht gar nicht. Genau. Also da sagen Sie auch mal so, jetzt rede ich mal. Und das finde ich gut an Ihnen, dass man auch mal Kritik äußert, um den anderen entweder auf die richtige Bahn wiederzubringen oder ihn besser zu machen. Und dabei braucht es etwas, was Sie haben, das habe ich auch. Also ich habe eine wahnsinnig große Messlatte für meine eigene Kritik. Also ich schaue immer, dass mich nicht ein anderer kritisieren muss, weil wenn ich mich selber kritisiere und sage, Mensch, das passt nicht, dann merke ich das an mir und damit laufe ich nicht Gefahr, dass ich immer sage, unmöglich, was der Lütschon macht. So. Da gehört natürlich auch Authentizität dazu. Und
motivierte Menschen leben in der Authentizität und nicht in einer Fake-Welt. Ja. Das ist etwas, was die Motivation hervorbringt. Dass ich einfach sage, Mensch, jetzt schauen wir wieder in den Spiegel, boah, bin ich motiviert. Ja, habe ich Lebensfreude. Ich lache mindestens 10 Mal mehr wie früher. Wenn man gute menschliche Kontakte hat, dann lacht man einfach wieder. Ja, klar. Dann fühlt man sich nicht alleine. Genau. Jetzt, das ist ja das, was Sie immer mehr, Sie gehen durch Ihre Bank durch mit Ihren Vorstandskollegen und zeigen einfach auch, ich bin gut drauf. Genau. Das ist ja ein Gesicht. Was ich wirklich, ja, immer bin. Also wenn man mit einer Lätschen rumlacht, auf falschen Tag, dann das geht gar nicht. Nee, ja. Was macht Ihnen denn so Lebensfreude in der Bank? Also ich glaube, Lebensfreude holt man sich ja aus verschiedenen Quellen des Lebensumfeldes. Ja, ich denke, gute Freunde, eine gute Umgebung. Und ich bin aber auch ein Mensch, ich lasse mich auch, bei mir läuft ja nicht immer das Leben nur geradeaus. Ja, gibt ja auch Ups and Downs. Aber ich habe irgendwann mal aufgehört, mich da in jedes Loch reinziehen zu lassen, sondern ich versuche wirklich, die Energie so zu halten, dass es mir gut geht und dass ich Freude habe. Aber was mir einfach Freude macht im täglichen Beruf, im beruflichen Leben, ist einfach, dass Menschen Spaß haben an dem, was sie tun in einer Branche, die eigentlich keinen guten Ruf hat. Und ich immer wieder sage, schau, wir machen es einfach ganz anders und wir denken Dinge neu und wir machen unseren Mitgliedern und Kunden Freude. Wir tun Gutes und Gutes kann übrigens auch manchmal sein, dass man jemanden abrät, sich hoch zu verschulden. Das war das, was Sie vorhin gesagt haben, dass man wirklich sagt, machen Sie das bitte nicht, das überfordert Sie. Das ist keine gute Idee. Bleiben Sie einfach so, da leben Sie viel ruhiger und viel glücklicher. Und das macht mir große Freude. Und wenn ich dann einfach auch zufriedene Kunden, zufriedene Geschäftspartner, zufriedene Freunde, Bekannte sehe, dann macht mir das einfach gute Laune. Und Töchterchen im Sport, gut ist, ja, macht das auch gut. Gut, genau. Genau. Jetzt machen wir eine kleine Pause, dann möchte ich einfach mal über diese Ängste, die jetzt kommen, auch durch die Weltpolitik, möchte ich mal sprechen, weil das natürlich auch Ihre Kunden oder uns Menschen einfach betreffen. Ja. Liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder drauf, diesmal mit einer tollen Dame, mit Sandra Bindler, Top-Managerin. Bis gleich. Ja, Frau Bindler, der jüngste Besuch in Helsinki von Herrn Putin und von Herrn Trump hat ja wieder für Unruhe gesorgt. Da haben wir gesagt, die zwei verstehen es ja, wir müssen dann sich umarmen ständig. Und dann widerruft Trump das und sagt, ja, er hat das Wort nicht vergessen. Also das macht natürlich Unruhe. Oder er sagte, ja, wir ziehen jetzt die ganzen amerikanischen Soldaten aus Deutschland ab. Europa wollen wir, das interessiert uns überhaupt nicht mehr. Wir wollen aus der NATO raus. Also das sind ja alles Dinge. Sie haben ja auch eine Klientel, ein gut bürgerlicher Klientel, die Menschen überlegen und sagen, was mache ich denn da mit meinem Geld? Gott sei Dank habe ich also wirklich die richtige Bank. Also das sind so Sachen, diese unterschwelligen Ängste, die natürlich auch Mitarbeiter oder auch eben die Gesellschaft, Familien und so weiter betreffen. Ist das auch ein Thema, dass ihr das mit in eure Vision mit einbaut, dass man sagt, wir müssen ja vielleicht ganz anders mit unseren Kunden sprechen? Definitiv. Und das ist genau die Grundlage unseres Ansatzes, ja. Weil wir leben ja alle in der gleichen Welt und wir haben alle die gleichen Eindrücke. Manche Eindrücke finden wir gut, manche Eindrücke machen uns auch Angst, ja. Dass man wirklich sagt, wo geht denn das jetzt hin? Oder auch in einer Welt, wo ein Wort nicht plötzlich einen Unterschied macht, ja. Wo man sagt, also sag mal, wie kann man denn jetzt sowas vergessen? Also es ist auch eine Frage von Glaubwürdigkeit. Ja. Und wenn solche Geschichten eben öfter passieren, dann werden Menschen, ich übrigens auch, doch unruhig und sagen, was tut man jetzt eigentlich? Und deswegen ist es wichtig, dass man auch da diese Regionalität hat und eben sagt, man richtet sich ein, dass man auch solche Rückschläge finanziell gut abfedern kann. Also man investiert jetzt nicht in Situationen, wo durch politische Krisen gleich alles irgendwie verworfen ist, sondern man macht eine schöne breite Streuung. Und es ist aber auch für Menschen, die jetzt, sagen wir mal,
Häuser kaufen oder sich mit dem Gedanken tragen oder Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage ja auch momentan ein bisschen unkalkulierbar. Ja? Tue ich das, steigen die Zinsen, soll ich jetzt kaufen, jetzt ist der Preis am höchsten. Das sind ja alles Fragen, die sich Menschen stellen, wo man gemeinsam eine Antwort finden muss. Eine Antwort auf so eine Frage, wenn ich gefragt werde, Frau Bindler, jetzt sagen Sie mal, Sie sitzen doch an der Quelle, steigen die Zinsen. Ja, da muss ich echt immer lachen, weil wo ist denn die Quelle für eine Zinserhöhung? Ich kann es auch nicht sagen, aber ich weiß zumindest Wege, wie man Dinge tun kann, ohne dass man sich in 3-4 Jahren ärgern muss und sagen kann, hätte ich den Scheiß einmal nicht gemacht, auf Bayerisch gesagt. Ja. Da muss man halt sehr ausgewogen damit umgehen. Aber momentan ist schon eine Situation, wo man sagt, es geht uns so gut wie nie. Und zwar also in großen Teilen der Welt, vor allem in Deutschland, vor allem in München. Und trotzdem sind von außen so Einflüsse, die einem ein ungutes Gefühl machen. Und diese Situation muss man auch als Bank ja, aufnehmen und auch besprechen. Wir sind auch und vielleicht auch irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal immer mehr erarbeiten, weil die Kunden merken das ja, ich brauche eine Bank, die eben nicht nur immer die Zinsen mir erzählt, sondern ich brauche auch jemanden, der mir mal zuhört. Mhm. Und wenn man sich jetzt einfach mal so ein bisschen in unserem Land umschaut, das Thema in Berlin, das ist ja wirklich ein Kasperltheater. Ja? Dann haben wir das ganze Thema Asylanten. Also jetzt der Leibwächter vom Bin Laden, der sagt, der Anwalt jetzt bringt den frei und dann schickt man wieder nach Deutschland. Also die Politik ist sich auch nicht einig. Ja. Der eine sagt das, der andere sagt das und der letzte sagt das. Und es gibt ja nicht mehr diese großen Parteien in dem Sinne, sondern wir haben dann wahrscheinlich 6 Parteien und wir werden auch mal schauen, wie die Wahl jetzt in Bayern ausgeht. Ja. Da fürchte ich auch, dass da nicht mehr so die Mehrheit kommen wird. Das ist ja auch alles, was die Menschen sowohl draußen wie innen natürlich bewegt. Und ich glaube, da ist es auch wieder wichtig, authentisch zu sein und eben einfach mal sagen, Moment einmal, Wie geht es mit den Zinsen weiter? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, die können also raketenhaft rausgehen. Dann haben wir in der Welt, weiß nicht, über 60 Kriege. Wir Menschen schauen ja das im Fernsehen an. Wir hören ja im Grunde logischerweise, die Negativ-News sind immer ganz weit vorne. Es geht schon in der Früh los. Genau. Das sind natürlich auch Überlegungen, die sich, ich sage jetzt mal, eine Emotional Bank stellen sollte. Und das tut ihr. Ja, absolut. Und das ist ja etwas ganz Besonderes. Ja. Also wirklich großes Kompliment. Danke. Und das ist ja quasi manchmal von Woche zu Woche muss man sich diese Frage immer wieder aufrufen. Ja, die musst du dauernd aufrufen, ja, weil es ändert sich ja doch irgendwie dauernd. Auch wenn man das Gefühl hat, manche Dinge sind konstant negativ und trotzdem ändern sie sich in Nuancen und das macht wieder eine Unsicherheit. Ich glaube, da trägt auch diese ständige Informationsflut jetzt nicht so wahnsinnig positiv dazu bei, ja? Weil man ja ständig irgendwelche Push-Nachrichten bekommt und das gibt eine dauernde Unsicherheit. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, jetzt habe ich einen Job, da bleibe ich mein ganzes Leben und dann mache ich dies und jenes. Das Leben ist heutzutage unruhiger, unsicherer und unkalkulierbarer geworden. Und trotzdem gibt es ja eine Sehnsucht von uns allen zu sagen, ich habe trotzdem eine Sicherheit drin. Und das ist, glaube ich, heutzutage, was heißt glaube ich, weiß ich, bin ich überzeugt davon, die Aufgabe einer Bank, diese Unsicherheit bei den Menschen ein Stück weit zumindest so hinzubekommen, dass finanzielle Sicherheit herrscht, die aus meiner Sicht schon eine große Basis und ein großer Grundstock im Leben ist. Frau Bindler, was mich noch interessiert und sicherlich auch unsere Zuschauer, Sie sind ja auch verpflichtet, Vorbild zu sein. Das sind Sie natürlich. Das ist natürlich auch Ihr Leben. Also Sie können schon, Sie haben ein super Leben hingelegt, waren einmal auf und ab, so ist das Leben. Ja? Klar. Aber Sie haben natürlich die ganze Entwicklung, Sie sind blutjung, aber Sie sind ja doch auch schon, sind auch schon ja, seit 25 Jahren wahrscheinlich im Bankenbereich. Diese Entwicklung, diese digitale Welt und dann eben so ein bisschen die menschliche Bankenwelt so ein bisschen nach unten fahren, das haben Sie ja alles miterlebt. Haben Sie das gespürt oder haben Sie gedacht, wo geht's da hin? Sondern erst ist man ja immer draufgesprungen, IT und digitale Welt und umgekehrt, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist es ja so, auch durch Donald Trump, diese ganzen Fake News und diese ganzen News, die da kommen in der digitalen Bankenwelt an, die machen ja auch wieder Angst. Ja, klar. Ja? Und wenn ich dann keine stabile Beziehung habe zu meinem Banker oder zu meiner Bankerin, dann kriege ich Angst. Also, Mensch, und dann schaue ich mir hin, Mensch,
Also jetzt die derzeitigen Marktverhältnisse, wenn man da minus 2% liegt, hat man super Bankverhältnisse. Weil der Banker kann ja auch nicht sagen, also selbstverständlich darf ich auch gern mehr machen, aber das ist ja gleich. Genau. Ist ja pari. Also der Kunde hat den gleichen Markt wie der Banker. Ja. Haben Sie denn diese Entwicklung kommen sehen, dass Sie merken, Mensch, es wird alles immer digitaler, der Mensch ist jetzt erst einmal ein bisschen auf Platz zwei oder ist das ja so wellenartig gekommen? Ja, also es ist wellenartig gekommen und schleichend trotzdem. Mhm. Ja. Es sind ja sehr viele Dinge digitalisiert worden, schon mit Einführung des Computers. Ja. Heute denkt man ja mal bei Digitalisierung an irgendwas total Abgespacedes, aber letztendlich sind ja schon als Computer eingeführt worden. Das ging ja so schleichend, der Prozess. Als dann die Apps kamen, von denen wir alle ja total begeistert waren und auch noch sind, da gibt es ja sinnvolle und weniger sinnvolle, da hat man dann plötzlich gemerkt, oh, jetzt geht's los mit dem ganzen Online-Banking, mit den Apps war dann das Online-Banking noch in der Hosentasche. Und damit kam aber bei mir so ein Gefühl auf, dass ich sage, ich finde es zwar wahnsinnig bequem, aber es darf halt nichts sein, was nicht Standard ist, weil dann stehe ich alleine da. Ich weiß nicht, wie oft, ich mache mal ein anderes Beispiel, weil ich gern mal ablenke von Banken. Telekom, ja? Wie viele Menschen, die Geld haben ohne Ende, aber wenn sie ein Problem mit der Telekom haben, sind wir alle gleich. Weil einen Techniker, der bitte zu dem Zeitpunkt kommt, wo du ihn gerne hättest, den kannst du nicht bezahlen, weil der kommt einfach nicht. Ja. Und das sind jetzt genau die Probleme. Wenn dir zu Hause das WLAN ausfällt und du keine Ahnung hast, wie es geht, in einer digitalen Welt drückst du dich da entweder durch so ein Computersystem. Oder kriegst du einen Blutdruckanstieg. Oder, ja, den kriege ich immer dann in der Situation. Oder du sagst in ein Telefon 1573, ja, und dann kommt trotzdem nur die Wartemusik. Auch das ist die negative Seite der Digitalisierung, weil da ist kein Mensch mehr. Mhm. Da ist noch nicht einmal mehr Mensch, dem du dann deinen Wutausbruch irgendwie geben kannst, weil der kommt erst ganz am Ende. Und wenn man jetzt mal das übersetzt in auch wieder die Bankenwelt, ja, dann kann man natürlich Dinge alle digitalisieren. Online-Banking geht immer und überall. Und es gibt auch Menschen, denen das gefällt und die das gerne machen. Aber auch die haben ein Problem, wenn plötzlich eine Situation eintritt, die eben nicht per Standard da funktioniert. Also machen Sie ein Beispiel, Kreditkarten. Ja, jeder zahlt heutzutage irgendwie ganz gedanken- und sorglos mit Kreditkarten. Aber die Digitalisierung hat den Nachteil, wenn Kreditkartennummern in der falschen Page im Internet eingegeben wurden und dieses Unternehmen die nicht ordentlich sichert, dann ist die Kreditkartennummer nicht mehr geheim. Ja? Und dann werden plötzlich Zahlungen gebucht, wo man sagt, das habe ich ja gar nicht gemacht. Okay. Dann rufen die aber nicht bei dem Unternehmen an, das die Datenlücke hat, sondern Bank, du musst mir jetzt sofort helfen. Ja. Und das ist ein einfaches Beispiel für ganz viele Themen in der Digitalisierung, die perfekt funktioniert und wo ich auch ein großer Fan davon bin, wenn alles nach Standard ist und alles in Ordnung ist. Aber wenn eben eine Situation eintritt oder eine Situation da ist, die sich nicht standardisieren lässt und damit nicht digitalisieren lässt, weil ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon so aufgefallen ist, digitalisiert werden ja nur Standards. Ja. Individuelle Kundengespräche, menschliche Verbindungen, Herz-zu-Herz-Verbindungen, die kannst du nicht digitalisieren. Und auch die Digitalisierung kann ich fühlen. Genau. Also man braucht ja ein gutes Gefühl. Also wenn so ein Mensch, das ist es, also da machen wir was. Der gefällt mir, dem kann ich in die Augen gucken. Genau. Guter Mensch trifft meine Emotionen. Also deswegen glaube ich, dass wir, und das ist meine Überzeugung, und deswegen haben wir es ja auch gemeinsam in unserer Bank so gemacht, wie wir es gemacht haben, dass Digitalisierung da sein muss, so wie ich es eingangs sagte, aber der Mensch ist der Erfolgsfaktor, der entscheidende Faktor, um eine erfolgreiche Bank am Menschen zu sein. Und am Mensch kann man täglich arbeiten, motivieren und man muss nicht programmieren. Genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Satz, ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja. Jetzt spüre ich ja, Ihr Haus ist auf Wachstumskurs. Mhm. Das ist ja auch was Schönes. Ja, wir gewinnen echt viele neue Fans. Und man merkt ja immer mehr, auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben da Lust drauf zu wachsen. Und es gibt, das spricht sich natürlich rum. Plötzlich kriegt man einfach eine Bewerbung von jemand, vielleicht von einem anderen Haus, der sagt, Mensch, ich möchte einfach zu dieser Münchner Bank, weil da einfach die Stimmung gut ist. Es spricht sich ja rum. Das wunderbare Zitat von Erich Kästner,
tue Gutes und spreche darüber. Und das ist ja etwas ja. Schönes. Man muss da nicht große Anzeigen mehr schalten oder irgend sowas, sondern einfach sagen, Mensch, das ist irgendwo, ich will dahin, wo Lebensfreude herrscht, wo man eben einfach merkt, klar braucht man alle Produkte, klar braucht man die Spezialisten, klar braucht man die Reklamationsabteilung, klar, also man braucht alles das. Aber man darf den Menschen nicht vergessen. Nein. Mensch zu Mensch. Genau. Ja. Das ist das Wichtigste. Und da kann man natürlich auch ständig dran arbeiten, denn wenn die Motivationsschlagkraft immer stärker wird, wird natürlich auch die Freude größer. Ja. Ja. Und wenn man einfach auch merkt, es gibt nicht mehr so viele, sagen wir mal, Themen, Probleme, wo die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einfach viel Motivationskraft verliert, sondern wir haben aufgeräumt, wir haben uns aufgestellt, wir wollen im Grunde nach oben. Genau. Und das ist ja, viele neue Freunde gewinnen. Genau, viele neue Freunde gewinnen. Und das ist ja etwas ganz Schönes. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dieses Stammhaus, dass Sie da mal so architektonisch mal ein bisschen was verändern und dass Sie zum Beispiel mal sagen, ich baue da mal so eine Bank rein, wie es früher war? Ja, ehrlicherweise denken wir da alle viel drüber nach, weil der Bau ist ja extrem neu, ja. Aber eben sehr digital ja. Im Eingangsbereich. Und unsere Vertreter und Mitglieder sagen auch immer mehr, im ersten Stock ist ja Lebensfreude und Mensch pur, aber unten ist ja sehr viel... Unten ist Digitalisierung. Digitalisierung. Und witzigerweise sagen junge Leute, wie eben auch Menschen aus einer früheren Generation, oh, das ist aber ganz schön digital hier. Ich dann immer sage, was heißt denn das? Ja, weil ich weiß es schon, was er gesagt hat. Ich will wieder den Schalter haben. Kann man doch bitte irgendwo Menschen haben. Ja, genau, das ist ganz spannend. Ja, denken wir drüber nach. Wunderbar. Ja. Mhm. Liebe Frau Bindler, vielen Dank. Ich sage herzlichen Dank. Die Zeit ist im Flug vergangen. Ja. Warum? Weil wir beide motiviert sind und motiviert waren. Genau. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das war es schon wieder diesmal mit einer tollen Bankerin. Und wir sehen uns wieder beim nächsten schönen Tag. Bis dahin. Ja, alles Gute und denken Sie dran, machen Sie eine Bank oder haben Sie eine Bank, wo Sie Vertrauen haben. Und jetzt muss ich gleich den nächsten Kandidaten hier ins Studio einladen bei uns an der Schönen Akademie. Das ist Hubert Aiwanger, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Le Jeune Academy München.